Es ist ein Gigant aus Stahl und Beton. Eine Kathedrale des Stroms. Höher als der Kölner Dom. Sein Herzstück? Zwei riesige Brennkammern. Pro Sekunde verschlingen sie eine halbe Tonne Kohle und produzieren daraus Strom für etwa 3 Millionen Haushalte. Eine technische Meisterleistung und für viele heute ein Traumjob. Zumal sich eigentlich die Landschaft hier jetzt so positiv verändert hat. Denn in den 60er Jahren ist der Energiegigant nicht nur das größte Braunkohlekraftwerk der Welt, sondern auch eine der größten Dreckschleudern Deutschlands. So gut wie es war, das hat sie nicht beherrscht. Die Region um das Kraftwerk gleicht jahrzehntelang einem Moloch aus Gift, Gestank und Dreck. Hier ist einer der schmutzigsten Orte der DDR. Solche Orte wie Zerre, die am allerschlimmsten betroffen waren, die haben wir sogar damals mal zu DDR-Zeiten ab und zu mal Waschpulver umsonst gekriegt und sowas. Ein paar Päckchen Spee, ja, das ist gewitzt. Schwarze Pumpe in den 70ern, morgens um 5. Die Busse der Frühschicht erreichen das Werkstor. Schichtbeginn in der Perle der DDR-Wirtschaft, dem Vorzeigebetrieb des SED-Staates. 20.000 Menschen sind hier beschäftigt, aus der ganzen Lausitz. Die meisten kommen aus Hoyerswerda, einer Stadt, die extra für das Kombinat aus dem Boden gestampft wird, entgegen der Windrichtung zu Schwarze Pumpe. Damit die Scharen an Leuten zur Arbeit kommen, sind über 100 Busse im Einsatz. Täglich eine logistische Herausforderung. In 3 Wellen, innerhalb von nur 2 Stunden, verlässt so fast ein Drittel der 75.000 Einwohner die Stadt. Der Baggerfahrer Gerhard Gundi Gundermann ist auch dabei. Als Liedermacher hat er den Zeitgeist von damals in seinen Texten festgehalten. Das Morgengrau mit jenem alten grauen Bus, er schlug mit seinem Blues. Die 70er und 80er Jahre sind die Blütezeit von Schwarze Pumpe. Fast die Hälfte der DDR wird von hier aus mit Strom und Briketts versorgt. Die Gasproduktion deckt sogar den Bedarf des ganzen Landes ab. Der Jahresgewinn liegt bei 1 Milliarde Mark. Damit gehört das Werk nicht nur zu den erfolgreichsten Wirtschaftsunternehmen des SED-Staates, sondern auch weltweit zu den Top 10 der Energiebranche. Wir hatten als erste auf der Welt einen Sauerstoffverdichter mit 32.000 Kubikmeter pro Stunde und 30 Atmosphären Druck. Davon sind uns 2 abgebrannt, bis sie dann richtig liefen. Denn Schwarze Pumpe ist anfangs ein riesiges Experimentierfeld. Alles ist neu. Nicht nur die Technologien für das erste DDR-Großkraftwerk werden hier konzipiert, auch die Ingenieure sind extrem jung und meist unerfahren. Dafür aber enorm begeisterungsfähig. Herbert Richter wird mit nur 33 Jahren Kombinatsleiter, dann Generaldirektor und wenige Jahre später sogar zum Präsidenten der Weltgasunion gewählt. Selbst US-Präsident Ronald Reagan empfängt ihn 1988 in Washington. In Schwarze Pumpe bleibt Herbert Richter trotzdem der Kumpeltyp, duzt sich mit jedem, wie unter Bergleuten üblich. Die unkomplizierte Art zwischen den jungen Leuten wird so zum Schlüssel für das Erfolgsmodell Schwarze Pumpe. Ich hatte einen Trabi, ich bin auch mit dem Trabi hinten ins Werk reingefahren und habe früh um 5:30 eine Befahrung gemacht. Mit Trabi? Mit Trabi, Trabi abgestellt. Da gab es dann schon Leute, die sagten, der Alte ist da, der Trabi steht. Das Gute an dieser Schwarzen Pumpe war, es war wirklich eine Belegschaft, die zusammengehalten hat und zu sich gestanden hat. Dabei besteht die Mannschaft aus einem wild zusammengewürfelten Haufen von Arbeitern und Ingenieuren aus der ganzen DDR. Kaum einer stammt aus der Lausitz. 90% sind Zugezogene aus allen Ecken der Republik, die im neuen Kombinat das große Glück ihres Lebens suchen. Hauptgrund war Wohnung und mehr Geld. So einfach.
Karl-Heinz Markgraf kommt 1964 mit seiner Frau nach Schwarze Pumpe. 200 Mark mehr gibt es hier für den gleichen Job wie anderswo. Und auch sonst ist vieles um vieles besser als im übrigen Land. Wir haben hier eine Neubauwohnung bekommen mit warmem Wasser aus der Wand. Die Kinderbetreuung hatten wir natürlich auch alle vor der Tür. Meine Frau hat die Jungs genommen, runtergeschafft. Da stand der Kindergarten vor der Tür und dann ist er auf Arbeit gegangen. Sieh nach vorne, spricht der Teufel, denn da vorne ist das Licht. Streicht mein Dörfchen von der Karte, nur aus meiner Seele nicht. Die Goldgräberstimmung der 60er Jahre löst eine der größten Umsiedlungswellen zu Friedenszeiten aus. Doch während Zehntausende Fremde in die Lausitz ziehen, um hier ihr Glück zu finden, verlieren ebenso viele Einheimische ihre Existenz, samt Haus, Hof und Garten. Besonders hart trifft es die Sorben, die einzige slawische Minderheit in Deutschland. Seit Jahrtausenden wohnen sie in der Gegend um Schwarze Pumpe, einer der am dünnsten besiedelten Regionen des Landes. Damit ist es am 31. August 1955 vorbei. Den Auftakt zum Arbeitsbeginn am gigantischen Kernstück des großen Planes gibt Fritz Seltmann. Als der Minister für Schwerindustrie Fritz Seltmann in einer Raupe den ersten Spatenstich macht für das Lausitzer Kraftwerk, ahnt niemand, dass Schwarze Pumpe tiefe Wunden in das sorbische Heimatland schlagen wird. Doch die DDR hat kaum eine andere Chance, ihre Energieprobleme in den Griff zu bekommen. Denn anders als in Westdeutschland sind im Osten Anfang der 50er Jahre alle alten Kraftwerke durch die Sowjets demontiert worden, als Reparationszahlung für den Krieg. Hinzu kommt, dass die meisten Bodenschätze nicht zwischen Oder und Elbe zu finden sind. Nur die Braunkohle ist in Ostdeutschland in ausreichender Menge vorhanden. Die soll in Schwarze Pumpe veredelt werden, ursprünglich nur zu Strom und Briketts. Schwarze Pumpe war ja erst gedacht als Kokskombinat. Drei Brikettfabriken, drei Kokereien, drei Kraftwerke. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Bedingungen, die sich ergaben, haben jedoch gefordert, das Gas, die Gasseite stärker auszubauen. Denn Gaseinsatz wurde zu einem Grundproblem der Wirtschaftlichkeit und der Versorgung der Bevölkerung. Denn eigenes Erdgas gibt es kaum. Die Importe sind teuer. Die DDR will unabhängig werden. Doch der Plan, aus Kohle Gas zu produzieren, droht nach den ersten Versuchen zu scheitern. Und als wir unsere Kohlen dann vergasen wollten, kam eine große Menge an Staub unvergast oben aus dem Generator wieder raus. Ja, das wäre noch gegangen. Aber dieser Staub vermischte sich mit den flüssigen Produkten, die bei der Vergasung entstanden, zu einer ganz bösartigen Schmiere. Bald ist klar, die Lausitzer Kohle ist nicht mit den geplanten Verfahren zu vergasen. Fieberhaft suchen die Ingenieure nach Lösungen und entwickeln mehrere bis heute bahnbrechende Verfahren. Unter anderem die Staubdruckvergasung, bei der nur Kohlestaub verbrannt wird. Doch für die Spitzentechnologien muss das Werk umgebaut werden. Das muss Hans-Günther Stein erledigen. Damals trägt er den Spitznamen Variantenkönig. Denn der Umbau soll so wenig wie möglich kosten. Hunderte Optionen werden durchgespielt und das mit recht unkonventionellen Methoden. Da haben wir die Ingenieure dann an den Knappensee geschafft. Dort wurden die in 4 Wochen eingesperrt. Und da haben die am Knappensee sich gut erholt und dabei Varianten gerechnet. Also ich weiß nicht mehr, wie viel wir Varianten gerechnet haben. Jedenfalls entschieden wurde dann, als Dr. Richter, als Generaldirektor bei uns eintraf, die sogenannte Variante 6 mit der Untervariante F. Es beginnt die Blütezeit von Schwarze Pumpe. Das Gas aus der Lausitz wird bald zum treibenden Motor der gesamten DDR-Wirtschaft. Und damit war Pumpe in der Lage, man glaubt das nicht, die gesamte DDR von der Ostsee bis in Thüringer Wald mit Stadtgas zu versorgen. Als Flamme des Sozialismus wird das Kombinat in den DDR-Medien gepriesen. Und tatsächlich liegt die Leistungskraft des Energieriesen auf Weltniveau. Doch der Erfolg fordert auch seinen Tribut.
Der Gestank durchs Gaswerk hier, das war wirklich eine reine Katastrophe, was da Entphenolung und sowas, hier Phenolwasser, das ist ja, das war furchtbar. Und dann die Kraftwerke, die alten, da wurde ja auch ohne Filter gefahren die Nacht. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Da wurden die E-Filter rausgenommen und dann, das hast du in Zerre, Verwandtschaft von mir wohnt in Zerre, da hast du, wenn du da draußen warst, hast du die Augen gerieben. Da hast du gedacht, du hast Sand in den Augen, so hat das gerieselt dort. Heute verlassen nur noch Wasserdampf und gereinigte Rauchgase die Kühltürme. Dafür sorgen Elektrofilter. Auch vor der Wende gibt es solche E-Filter, die die Staubemissionen drosseln sollen. Doch die kosten wertvolle Energie. Nachts, wenn es keiner sieht, fährt man damals ohne Filter. So erreicht zwar die Gas- und Stromproduktion Weltspitze, aber auch die Luftverschmutzung. 2,2 Millionen Tonnen Staub gehen zu DDR-Zeiten jährlich in die Luft. Das Sichtbare optisch und das Geruchsbelästigende, das war ja das, was offensichtlich ist. Aber die vielen kanzerogenen, also krebserregenden Stoffe, das stand ja, das hat ja im Prinzip niemand gewusst. Das war ja geheime Verschlüsselung. Ne? Dieter Tempel arbeitet seit 1964 als Lungenarzt im Bezirkskrankenhaus Hoyerswerda, 15 Kilometer Luftlinie von Schwarze Pumpe entfernt. Seine Diagnosen sind erschreckend. Hoyerswerda ist die Stadt mit der höchsten Sterberate an Lungenkrebs in der DDR. Jedes dritte Kind leidet an chronischer Bronchitis, Pseudokrupp oder Atemnot. Dieter Tempel versucht zu helfen, organisiert Westmedikamente und Kuraufenthalte gegen die Symptome. Die Ursachen aber bleiben. Und es gab ja damals keine Möglichkeiten, dagegen zu protestieren. Wir hatten ja kein Verfassungsschutzgericht und so weiter. Noch schlimmer betroffen als Hoyerswerda sind die Dörfer Zerre, Spreewitz und Terpe in direkter Nachbarschaft zum Werk. Die Wut und Ohnmacht der Anwohner richtet sich ab Mitte der 80er Jahre vor allem gegen ihn. Herbert Richter, den Generaldirektor von Schwarze Pumpe. Ich bin aus Versammlungen in Terpe durchs Fenster ausgerissen, weil ich nicht mehr rausgekommen wäre. Und ich bin auch auf der Fahrt von Cottbus nach Pumpe in Spremberg stehen geblieben und habe mit einem Zollstock einen Quadratmeter auf dem Bürgersteig gemessen, zusammengefegt und bin damit nach Schwarze Pumpe in die Brikettfabrik gefahren. Also es ist schon berechtigt, es war eine Belastung. Trotzdem unternimmt Schwarze Pumpe schon damals mehr für den Umweltschutz, als bisher bekannt ist. Allein 664 stinkende und rußende Gaswerke in anderen DDR-Städten konnten durch den Energiegiganten ersetzt und abgeschaltet werden. Auch Filter und Reinigungsverfahren werden entwickelt. Doch so wie die Kraftwerkstechnik selbst stecken auch diese damals noch in den Kinderschuhen. Eines der Hauptprobleme der Umweltbelastung liegt im maroden Wirtschaftssystem der DDR. Mitte der 70er Jahre ist Schwarze Pumpe einer der wenigen Energiebetriebe, der noch schwarze Zahlen schreibt. Und das weckt Begehrlichkeiten. Mitte der 70er Jahre wurden die guten Kombinate vereint mit schlechter laufenden Betrieben. Wir kriegten Espenhain dazu. Für Espenhain gab es schon 3 Stilllegungsbeschlüsse. Aber es wurde nicht stillgelegt. Schwarze Pumpe muss also Espenhain mit durchfüttern, genauso wie weitere Schrottbetriebe in Zwickau, Lauchhammer oder Magdeburg. Um das zu schaffen, muss man oft auf Spitzenlast fahren. Und das geht meist nur ohne Filter. Es wurde gedrängelt, mehr Produktion. Dann hat eben mal einer, wenn er vorbeigegangen ist, gesehen hat, der Schlot ist an der Grenze, dann hat er eben mal die Reißleine gezogen und dann ging eben mal wupp in eine schwarze Wolke hoch. Doch auch bei eingeschaltetem Filter ist damals die Umweltbelastung aufgrund der gigantischen Produktionsmenge enorm. Natürlich hatten unsere Trockner dann bereits einen Abscheidegrad des Staubes von 99,8%. Das waren schon technische Leistungen. Aber bei der Anzahl, der Riesenanzahl an Trocknern, waren das eben 31 Tonnen Staub am Tag. Mitte der 80er Jahre fährt das Lausitzer Kombinat fast täglich auf Hochtouren und damit auf Verschleiß.
Das führt zu weiteren Problemen, Unfällen und Bränden. Am 22. Mai 1982 explodiert die Reinigungsanlage des Druckgaswerkes. Eine der verheerendsten Havarien in der Betriebsgeschichte. Nur wenige hundert Meter entfernt sitzt damals Karl-Heinz Markgraf. Er entkommt nur mit Schrecken der gewaltigen Explosion, genauso wie vier weitere Mitarbeiter, die nur die sozialistische Arbeitsmoral vor dem sicheren Tod rettet. Wenn um 11 Uhr Mittag war, ja, da hat man deine Tasche, weiß nicht, wie es heute ist, schon 20 Minuten vorher gepackt. Und so haben die es auch gemacht. Die waren oben auf dem Dach, nur 20 Meter weg. Die wären alle vier tot gewesen. Wenn die nicht, die Entscheidung, kommen wir hauen ab hier, also wir gehen jetzt Mittag essen. Und haben ihren Krempel Zeit hier eingepackt als vorgeschrieben. Das war ihr Glück. Und es gab den einen Toten, der ist nicht essen gegangen und hat den erschlagen. Die Gasanlage selbst steht stundenlang in Flammen, denn der hochexplosive Brandherd ist kaum zu beherrschen. Fieberhaft suchen Spezialisten nach Lösungen und entwickeln in den kommenden Jahren ein einzigartiges Verfahren. Das vermutlich leistungsstärkste Löschfahrzeug der Welt. Die Kraft von rund 20.000 PS stammt aus dem Düsentriebwerk eines Kampfjets, welches eigentlich nur den MiG-Flugzeugen der Sowjetarmee vorbehalten ist. In Schwarze Pumpe baut man aus den Turbomotoren der Überschallflugzeuge Triebwerke für die Werksfeuerwehr. Und wir haben dann dieses Abgaslöschverfahren bis zur Patentreife gebracht, ein Löschverfahren entwickelt, wo man Gasbrände unter hohen Drücken löschen kann. Und wir können also 7000 Liter Wasser feinst verteilen als Wassernebel. Und Sie können ja ausrechnen, wie viele Feuerwehrleute man dafür braucht an Strahlrohren, um so viel Wasser dann effektiv auf irgendwo zur Kühlung einzusetzen. Das sind also 40 Leute und das kann ich hier mit zwei Leuten also relativ einfach machen. Noch heute ist das Triebwerk im Einsatz. Und auch außerhalb ihres Werksgeländes sind sie damit bei Großbränden unersetzlich. Ende der 80er Jahre erreicht der Energiegigant den Zenit seiner Entwicklung. Anders als die meisten DDR-Betriebe schreibt Schwarze Pumpe immer noch schwarze Zahlen. Patente und Anlagen werden in die ganze Welt verkauft und bringen harte Devisen. Damit ist es 1990 jedoch aus und vorbei. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands beginnt die Abwicklung der DDR-Wirtschaft. Niemand, weder der Westen noch wir, haben daran geglaubt, dass es in dem Tempo geht. Es hat also niemand irgendwann vorgedacht, wo wäre denn ein wirtschaftliches Optimum. Das ist nicht gemacht worden und deshalb ist es eigentlich zu einer Deindustrialisierung der DDR gekommen. Und dabei ist Schwarze Pumpe das super Beispiel. Praktisch wurde ein Betrieb, der 1 Milliarde Gewinn macht, der wurde nicht überlegt, was kann man weitermachen, sondern es gab weg, abreißen. Denn für die westdeutschen Energiekonzerne wäre Schwarze Pumpe zu einem harten Konkurrenten geworden. Scharf ist man dagegen auf die Technologien des DDR-Betriebes. Die sind Weltspitze, noch heute. Zum Beispiel die hier entwickelte Staubdruckvergasung. Mittlerweile international ein Milliardengeschäft. Mit der Wende wurde diese Spitzenvergasung mit den Patenten für eine Mark der DDR oder eine Westmark verkauft. Dann wurden die Chinesen mit eingeschaltet und zwischenzeitlich hat Siemens die gesamte Technologie gekauft. Siemens hat exportiert bisher 7 Anlagen mit 500 MW in China, die laufen. Hat Aufträge für 25 Anlagen und projektiert eine Anlage mit 800 MW. Staubvergasung. Also die Technologie aus Schwarze Pumpe heißt nun nicht mehr GSP-Verfahren. GSP hieß Gaskombinat Schwarze Pumpe. Die heißt heute Siemens Fuel Technology. Mit dem Ausverkauf und dem Abriss weiter Teile von Schwarze Pumpe verlieren über 10.000 Menschen ihre Arbeit. Und das hat dramatische Folgen. Besonders für Städte wie Hoyerswerda, wo ein Großteil der Bergarbeiter wohnt.
Auf der Suche nach neuer Arbeit verlassen Zehntausende die Region. Die Wohnungen ereilt das gleiche Schicksal wie das Kraftwerk. Innerhalb von 10 Jahren verkleinert sich Hoyerswerda so fast um die Hälfte und schrumpft von 75.000 auf knapp 40.000 Einwohner. Heute leben hier nicht viel mehr als vor dem Aufbau von Schwarze Pumpe. Und damit entwickelt sich auch die Region wieder langsam zurück zu dem, was sie vorher war. Lausitz, was so viel wie Sumpfland bedeutet. Stück um Stück erobert sich die Natur wieder das zurück, was man ihr in den Jahrzehnten zuvor genommen hat. Aus alten Kohlegruben entsteht mittlerweile die größte künstliche Seenlandschaft Mitteleuropas. Die einstige Mondlandschaft mausert sich nun zu einem Paradies. Nicht nur für Kraniche, sondern auch für Scharen von seltenen Uferschwalben. Mit nur 12 cm Länge sind sie die kleinste Schwalbenart Europas. Anfang Mai ziehen die Zugvögel aus ihren Winterquartieren in Südamerika nach Europa. Und seit Mitte der 90er Jahre steuern sie auch wieder die Lausitz an. Auf den Klippen stillgelegter Tagebaukanten schlagen sie ihre Sommerquartiere auf. Und das nur wenige Kilometer vom heutigen Schwarze Pumpe entfernt. Denn 1997 beginnt an alter Stelle eine völlig neue Ära. Das alte Kraftwerk, das sieht man heutzutage nicht mehr, das wurde jetzt im Laufe der Zeit abgerissen und das ist ein komplett neues Kraftwerk. Mit dem Stand, sage ich mal, von 1990 und auch der Technik, die damals Stand war. Und damit sind wir ein, sag mal, sehr, sehr modernes Kraftwerk. Also wir erreichen hier Wirkungsgrade von größer 40% und damit gehören wir eigentlich zur Spitzenklasse in Deutschland, aber auch weltweit. Im Zentrum der Anlage stehen 2 Dampfturbinen und 2 Generatoren, die aus Kohle und Wasser Strom produzieren. Zusammen entwickeln sie eine Leistung von 1600 Megawatt. Verglichen mit seinem Vorgänger aus DDR-Zeiten verbraucht das neue Kraftwerk damit für die gleiche Menge Strom ein Drittel weniger Kohle. Die gigantische Anlage ist so modern, dass sie auch den Menschen kaum noch braucht. Mit nur 25 Mann pro Schicht wird das gesamte Kraftwerk gefahren. Zu DDR-Zeiten waren es über 300. Dafür hat der Energieriese an Höhe gewonnen. Mit 162 Metern ist es das höchste Gebäude Mitteldeutschlands. Ich konnte mir das nie vorstellen, wie das aussieht ohne der Silhouette der 3 Kraftwerke, die es hier mal gab. Und eines Tages war es dann so. Man hat sich auch an diesen Blick gewöhnt. Auch wenn der Übergang schwer war, die Lausitzer Bergbaukumpel haben es geschafft. Das neue Kraftwerk leistet für die Menschen heute das Gleiche wie das alte. Es hält die Stuben warm und die Region am Leben. Von ehemals 20.000 arbeiten heute wieder 4.500 Menschen auf dem Gelände. Die meisten jedoch nicht im Kraftwerk, sondern in 110 Unternehmen, die sich hier neu angesiedelt haben. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Metall-, Kunststoff- und Chemieindustrie. An der Stelle, wo einst Europas größtes Gaswerk stand, erstreckt sich heute eine riesige Papiermaschine. Pro Tag gehen hier 1.000 Tonnen Rohpapier vom Band. Also wir fühlen uns hier in Schwarze Pumpe einfach so als zentraler Kern, weltweit alles beliefern zu können. Wir haben Kunden bis Saudi-Arabien, also die weltweit, selbst in Amerika, egal wo, kriegen sie Ware aus Schwarze Pumpe. Produziert wird dabei ausschließlich aus Altpapier und den Nebenprodukten des angrenzenden Kraftwerks. Das liefert Prozessdampf und Wasser für die Papierfabrik. Durch solche Synergien ist es Schwarze Pumpe gelungen, sich auch nach der Wende als einer der größten Industriestandorte Mitteldeutschlands zu behaupten. Viele neue Betriebe profitieren dabei quasi vom Abfall der Kohleverbrennung. Dazu gehört auch Gips, der massenweise bei der Rauchgasentschwefelung anfällt. Daraus entstehen heute Gipskartonplatten. Doch trotz aller Fortschritte, mit jährlich 11 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß, gehört Schwarze Pumpe zu den klimaschädlichsten Kraftwerken Europas. Dafür ist die Belastung durch Dreck, Staub und Teer vollständig verschwunden. Zu DDR-Zeiten
ist das Kraftwerk von Teerseen umgeben. Heute sind daraus einzigartige Biotope entstanden, die aber immer noch kräftig stinken. Jedoch nicht nach Schwarze Pumpe, sondern nach Stinkhähnen. Denn wer dem Wiedehopf zu nahe kommt, wird mit übelriechendem Sekret beschossen. Nur 2 Kilometer Luftlinie vom Kraftwerk entfernt befindet sich heute eine der deutschlandweit größten Populationen. Denn aus den sanierten und entgifteten Flächen sind wilde Prärien entstanden. Für Naturschützer wie Alexander Harter ein Geschenk der Geschichte. Also ich schätze das jetzt so auf 7 bis 8 Brutpaare. Allein nur hier im Gebiet von, was haben wir jetzt hier so etwa, höchstens 300 Hektar. Das Einzige, was die Vögel brauchen, sind künstliche Nisthilfen. Denn an richtig alten Bäumen mit großen Spechthöhlen fehlt es noch auf den frisch sanierten Flächen. Doch das juckt die Schützlinge von Alexander Harter wenig. Egal, wo er seine Kästen aufstellt, alle sind proppevoll. Letzte Mal hat mich das Weibchen hier angeflogen, ja, ich hier aufgemacht habe. Ja, da ist noch was drin, so, oder? Ja, da sind die Jungvögel. Guck mal. Noch etwa 3 Wochen werden die Kleinen brauchen, um ihre wiedergewonnene Heimat zu erkunden. Die neuen Landschaften um Schwarze Pumpe. Bis vor 20 Jahren noch einer der schmutzigsten Orte Deutschlands, gibt es hier mittlerweile eine faszinierende Wildnis mit über 450 Tier- und Pflanzenarten. Nach über einem halben Jahrhundert ist die Natur weitgehend an ihren alten Platz zurückgekehrt. Die ursprüngliche Kultur der Region dagegen scheint für immer verloren. Maria Wirth ist eine der letzten Sorben, die hier noch leben. Als sie 1925 zur Welt kommt, wird in dieser Gegend nur Sorbisch gesprochen. Maria Wirth lernt die ersten deutschen Worte erst in der Schule. Ich hatte zuvor noch Gelbsucht und kam so erst später in die Schule. Und als ich dann schließlich auf der Schulbank saß, habe ich überhaupt nichts verstanden. Da war dann eine Mitschülerin, die auch Deutsch konnte, und die hat mir dann übersetzt. 1951 heiratet Maria Wirth. Doch es wird die letzte große sorbische Hochzeit der Region werden. Die Grundsteinlegung von Schwarze Pumpe 4 Jahre später verändert alles. Nicht nur Dutzende Dörfer werden nun abgebaggert. Mit dem Zuzug tausender deutscher Arbeiter und Ingenieure verliert sich die sorbische Sprache nach und nach aus dem Alltag. Der sorbische Bevölkerungsanteil ist so von ehemals 90 auf unter 1% gefallen. Mit dem Bau des weltgrößten Braunkohlekraftwerkes vor 60 Jahren nimmt eine der größten Landschaftszerstörungen in Deutschland ihren Lauf, die noch bis heute andauert. Nach wie vor ist die Kohle der Stromlieferant Nummer 1. Doch neue, alternative Energien rücken dem alten Giganten immer näher. Doch ob Wind, Wasser oder Sonne sich tatsächlich durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Aber muss Kohle wirklich nur zu Strom und Wärme verbrannt werden? Aus dem schwarzen Gold hochwertigere Produkte wie Dieselkraftstoffe zu synthetisieren, das wird die große Herausforderung der Zukunft sein. Den Strom überlässt man den regenerativen Energien. Die riesigen Potenziale des Energiestandortes Schwarze Pumpe sind jedenfalls noch lange nicht erschöpft. Genau.